Tür. Ein Stück werden wir aber nicht brauchen, aber egal. Egal. Kommen wir da an. Ja, kommen wir. Damit hätten wir das. So, jetzt haben wir hier nochmal Wet Sponge. Und mit den 5 Stück können wir dann theoretisch jetzt endlich Dings, den Raum da leer kriegen. So meine ich das. Ah, der schöne, wärmende Ofen. Schön, so. Das Ding ist, es fühlt sich nur alles wieder auf. Deshalb müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, wir sollten das Wasser von oben wegmachen. Wie sähe denn das aus? Hier. Boah, krass. Ja, gut. Nehme ich gerne in Kauf. Fühlt sich aber zur Hälfte wieder hier. Aber es wird schon weniger. Oh Mann. Das verbraucht doch relativ viel Kohle. Es fühlt sich alles wieder auf, das ist scheiße. Und kriegen die Decke vielleicht frei. Aber dann müssen wir noch irgendwie wir müssen an den Rändern irgendwie versuchen zu arbeiten. So geht das nicht. Wir müssen irgendwie an den Rändern arbeiten. Die baue ich jetzt alle wieder ab hier. So, gibt's denn noch irgendwo einen? Wow! Wow! Ich will da unten hin zur Tür. So, jetzt haben wir irgendwie wieder. Oh Mann, lass mich zur Tür. Jetzt haben wir 4 Wet Sponge. Da ist der nächste. Ja, das ist jetzt eine Arbeit hier mit dem Wasser. Das ist hier eine richtige Arbeit. Kohle haben wir auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir eigentlich mehr Kohle. Wie viel Kohle haben wir denn? Wie viel Kohle haben wir denn generell? Hier oben. Können natürlich hier erstmal das hier braten. Brauchen wir die Kohle da unten nicht. Kohle. Wir könnten Holzkohle herstellen. Bringt uns aber, glaube ich, nicht sehr viel. Mit 2 von Nasus. Mehr nicht. Also kohletechnisch sieht es hier echt schlimm aus. Ja, dann müssen wir doch. Oh, warte
mal. Haben wir die Kohle nicht hier im Hauptgebäude? Schön. Hier haben wir die Kohle im Hauptgebäude. Dann nehme ich mal 32 Stück mit. Werden wir brauchen. So. Ja, ich bringe 32 Kohle mit. Super. Okay, so, jetzt müssen wir uns mal ranmachen. Ich guck mal kurz, wie wäre das denn, wenn wir den Sponge einfach mal hier an die Seite nageln. Das bringt wenig. Und wie wäre es mit hier an der Seite? Das bringt noch weniger, bringt gar nichts. Mann. Fühlt sich irgendwie alles wieder auf. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Wir haben einen Wet Sponge, what? Das ist wohl ein Fehler. So, das ist natürlich blöd jetzt, ne? Wir könnten natürlich den ganzen Hohlraum, den ganzen Raum ausfüllen, aber da habe ich keinen Bock zu. Eigentlich müsste es doch gehen, wenn man hier einfach. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat sogar geklappt. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich es jetzt hinbekomme? Ja. Jetzt legen wir langsam den Tunnel frei hier. Klack. Und weg ist er. Boah, unser erster kleiner Durchgang hier. Aber es tropft alles. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da liegt ja Wasser drauf, das tropft. Müssen wir halt so aushalten. Tut mir leid. So, Tintenfisch. Endlich auf dem Trockenen, ne? Wurde ja auch langsamer Zeit, ne? Ich verstehe, ja. Das hat ja viel gebracht. Boah, diese Wasserquellen hier manchmal. Inksack. Lecker. So, die Tür ist jetzt auch langsam freigelegt. Kein Druck mehr, kein nix. Deshalb warte ich jetzt nochmal hier auf 2 Schwämme und dann können wir normal das machen. Und diesmal hier. Naja. Bringt nicht immer sehr viel. Ist mal Zufall. So, wieder 2 Sponge. So. Ach du Scheiße. Oh Gott. So, und haben wir's? Wir haben's. Der Tunnel ist freigelegt. Der Tunnel ist freigelegt vom Wasser. Oh Mensch, unser erster kleiner Tunneldurchgang. Wow. Da hinten bekommen wir jetzt ganz viel Sand. Da hinten wird es auch wieder Wasser geben. Deshalb sollten wir die nächsten Schwämme auch wieder bereithalten hier. Na? Okay, also von mir aus kann es weitergehen. Wir müssen jetzt mal eine Schaufel von oben holen. Aber ansonsten wird der Tunnel jetzt hier richtig krass. Kein Creeper, nix. Gut. So,
essen. Das haben wir uns auch verdient, oder? So. Diamanten haben wir. Diorit brauchen wir, Granit brauchen wir auch. Schaufel, genau. Ach, Schaufel haben wir hier im Inventar, aber die wird nicht reichen. Nehme ich die angefangene lieber mit. Wir arbeiten jetzt mal die Nacht durch. So, dann kann es von mir aus losgehen. Da werden wir gleich wieder ein Wasserproblem bekommen, das ist mir klar. Wo haben wir denn... Wir haben hier 5 Schwämme drin, sehr schön. Wir können das Wasser aber nur verhindern, wenn wir alles hier zugebaut haben, sonst kommt hier mal neues Wasser rein, deshalb... Wäre es sinnvoller, einfach erstmal hier alles leer zu bauen. Wir werden so viel Sand haben wie noch nie. Das sag ich euch. Wir haben hier natürlich auch eine Creeper-Gefahr. Hier können natürlich Creeper spawnen und uns hier den Tunnel total zerstören. Das kann natürlich auch sein. Aber wir hoffen einfach mal, dass hier nichts passiert. Ich räume lieber nicht zu früh. Ich wollte gerade sagen, das Wasser kommt ja schon mal nicht mehr, aber ich weiß, dass das Wasser gleich kommen wird. Ja. Granit. Wir fahren nach Granit. Geil. Granit. Wir fahren nach Granit. Wasser. Problemo. So. Granit, wir fahren nach Granit. So, oha! Hier mache ich einfach mal eine Sandsperre, weil wir müssen auch jetzt das ganze... den ganzen Diamantscheiß da abbauen. Das Zeug führe ich weiter fort. Die fülle ich nochmal mit Sand aus. Ja, man sieht hier, dass der Tunnel leicht wieder aufhört. Ich möchte jetzt mal ein paar Fackeln holen. Das ist mir viel zu dunkel hier. Fackel hatten wir auf der anderen Seite. Bei sonstiges, ne? Ja, genau. 32, das müsste reichen.